Gestern Abend haben wir einen Notanruf bekommen von einer Frau. Wir sind nach die Wohnung gegangen und da haben wir leider vier Personen gefunden, die alle vier tot waren. Diese Frau, ist das eine Nachbarin gewesen? Was hat sie gehört? Was hat sie gesagt? Die Frau hat gehört, dass da ein Mann angekommen war. Da war viel Krach und das Glas war kaputt gegangen und da wurde geschossen. Und da ist die Polizei zu die Wohnung gefahren, haben auch noch Schüsse gehört, aber leider waren wir zu spät. Wer ist dort tot aufgefunden worden? Eine ganze Familie? In welchem Verwandtschaftsgrad stehen die zueinander? Das können wir noch nicht konkret sagen, aber wir haben gefunden einen Mann, 33 Jahre aus Enschede, und zwei Frauen, eine 35 Jahre, eine 18 Jahre, wahrscheinlich beide Geschwister, und ein Junge von 9, wahrscheinlich die Sohn von die 35-jährige Frau. Was hat die Polizei dann gemacht? Was macht die Polizei jetzt hier noch am Tatort? Am Tatort wird noch alles nachgegeben, wie es überhaupt so gefahren ist. Wir müssen feststellen, was da alles vorgegangen hat. Wir haben ein Feuer, eine Pistole gefunden, müssen wissen, woher der kommt. So müssen wir alles noch untersuchen, in die Nachbarn nachfragen, was passiert ist. So, wir haben auch unsere Untersuchung. Was denken Sie, wie lange werden die Kollegen dort hier an diesem Tatort noch zugange sein? Wir hoffen, heute viele Untersuchungen zu machen zu können. Und vielleicht am Ende des Tages werden wir eine neue Erklärung abgeben.